Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800. Wir machen mal weiter hier in der Kampagne. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir schnell auf die nächste Stufe aufsteigen, also zu den Bürgern. Quatsch, zu den Arbeitern. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Ja, da bitte schön. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, vier Säcke und zwar volle. Okay, alles klar. Ich würde es nicht schlecht finden, wenn wir irgendwie das Ding einmal aufrüsten könnten, weil anscheinend habe ich da ziemlich viele Sachen so angeschlossen. Tja. Ich habe mehrere Sachen angeklickt, die anscheinend ja alle schon mal so ein bisschen abreißen kann. Das ist cool. Verlassene Schmelzhütte. So, eine Menge Holz, mit dem wir schon mal ein bisschen weitermachen können. So, da wird das Ganze, also die Kampagne hier auf Extrem spielen. Auf Experte. Da habe ich mir gedacht, ich baue jetzt mal richtig stumpf Schachbrettmuster, soweit es geht. Und warten Sie bis Onkel Edward, die wegen der Schulden kontaktieren, um ihr Schiffspatent zu erhalten. Jo. Hier ist Ausbauen zu Arbeiterhaus. Wäre bereit. Da bist du das erste Arbeiterhaus. Ein neues Zwischenziel erreicht. Ach, du bist das erste Arbeiterhaus. Arbeiter. Komm, ich mach mal einfach alle Arbeiter hier. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Gut. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Apropos loslegen, ich möchte hier nochmal ein Sägewerk haben. So. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. So. Ich glaube, das stelle ich genau drüben auf die andere Seite auch nochmal. Auf die andere Seite stelle ich nichts. Wegen der Siedlung. So, und vielleicht baue ich hier doch nochmal ein Lagerhaus hin. Baugelände blockiert. Achso, wegen der Straße. Und wir haben auch nicht genug Holz. Sie brauchen dringend ein Lager. Wir kümmern uns hier um alles. Ach, und für die ist kein Lagerhaus in der Nähe. Lagerhaus. Kommt hier in die Mitte. Da. Sobald ich 10 Holz habe. Sehr gut, dankeschön.
Jetzt müssen wir kurz gucken, wo genau das hin sollte. So. Das sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Waren. Ja, die Waren werden jetzt da eingelagert. Und dann können die verteilt werden. So, beherbergt 50 Arbeiter. Entfernen Sie die Schmelzhütte. Das ist das große Ding hier drüben. Kann ich jetzt auch das Ding da entfernen? Jo, das auch? Perfekt. Kann ich noch Holz einsammeln? Holzer! Holzer! Aus Age of Empires. Ziegelsteine! Ziegelsteine? Hier gibt es wahrscheinlich auch gleich nochmal Ziegelsteine. So, wenn die Schmelzhütte weg ist, ist gut. Ihr braucht zum Aufsteigen nur Holz, ne? Ja. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. So. Die werden, glaube ich, relativ schnell gleich auf die 50 Arbeiter drauf sein. Also die restlichen. Weil die einfach dann Zuwachs kriegen. Jetzt brauchen wir aber tatsächlich schon mal Schweinefarmen. Und auch Lehm. Wir haben hier eine Lehmgrube. Da haben wir eine Lehmgrube. Und da hätten wir auch noch eine Lehmgrube. Hat die schon gebaut? Ja, lol. Okay. Fürs Lagerhaus viele 10 Bretter. Das müsste jetzt so die Mitte sein. Perfekt. Und hier oben wollte ich dann auch mal die Lehmgrube. Wollen wir den ganzen Unrat hier langsam mal abreißen, ne? Braucht ja keine Sau, sowas. So, das wäre jetzt, glaube ich, fast komplett. Drüben ist sowieso erstmal nichts. Aber cool, ich glaube, damit habe ich jetzt so alle von diesen komischen Gebäuden, die da noch so Schuttreste sind, abgerissen. Ne, das da noch nicht, das Siegelwerk noch nicht. Haben hier vorher noch irgendwelche Sachen? Ne. Habe ich fast erstmal alles. Das ist gut. Ich brauche tatsächlich auch eine Ziegelei. Und hier habe ich vollkommen vergessen, dass das Ding natürlich eingeschlossen sein muss. An den Komtor. Eieiei, das habe ich hinten auch vergessen. Okay, da war tatsächlich etwas unklug von mir, aber... Na gut, was soll der Geiz? Hier eine Brücke rüber. Spielstand gespeichert. So,
So. Aber ich kann ja schon mal eine Ziegelei bauen. Das bin ich eigentlich schon wieder dazu getrieben, so komisch zu bauen. So, und dann gerade einen Strich hier rüber. Dann kann auch die ganzen anderen Ziegelei noch hinkommen. Je nachdem, wie viele noch brauchen werden. Aber wir haben ja schon mal die Ziegelei. Jetzt bräuchte ich tatsächlich gleich noch mal ein bisschen Holz. Dann kann ich da noch die Brücke rüberziehen. Holz ist angekommen. Machen wir die Brücke rüber. Sollte auf jeden Fall genug Lehm reinkommen. Kommt gut rein. So. Hier müssen wir gleich noch mal ein paar Arbeiter rekrutieren, sag ich mal. Holz. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir so verdammt viel Holz gebraucht haben im freien Spiel. Aber gut, ja, das ist dann halt einfach tatsächlich mal so. Jetzt brauchen wir noch Schweine. So, Schweinezucht. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Das sind aber hier. Kann ich hier noch eine Schweinefarm bauen? Muss hier noch mal ein bisschen den Weg weitergehen. Schweinefarm. Schweinefarm. Schwein. 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 Schwein, 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 Schwein. Ich muss gerade überlegen, kann ich die hier vielleicht noch ein bisschen... Ach scheiße, im Extremmodus oder im Expertenmodus kann ich die
Am besten falls ich nur abreiße. Und das Abreißen kostet mir noch Geld. Ist das jetzt besser? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber... Wie viele Schweinefarmen haben wir denn jetzt erstmal? 3. Den längsten Fluss der Welt hier. Oder Strand. Ich nenne es jetzt mal Strand. Eins, zwei. So, was sagen die Güter? Wir könnten Wolle ein bisschen verkaufen. Aktuell. Ich setze das mal auf 50 so runter. Geht das? Lässt mich? Ja. Gut. Kann nämlich Wolle hier bei uns eingekauft werden? Wir können hier nochmal ein paar... Es mangelt an Arbeitskraft. Genau, Arbeiter noch umschufen. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Ist das gut, wenn er jetzt irgendwie ein Verräter war und irgendwie hingerichtet wurde oder so? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Neuer Status, Hafenstadt. Vielen Dank. Jetzt könnten wir ein Depot bauen. Wir könnten eine Hafenmeisterei bauen und wir könnten eine Geschützstellung bauen. Deine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Was will der denn mit Segeltuch? Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Beeil dich, verdammt! Ich glaube, ich baue erstmal nur eine Segelweberei. Von mir aus kommt die auch erstmal hier so hin. Nur eine erstmal. Eine Kirche. Bin gerade am Überlegen. Die Kirche. Die Kirche würde tatsächlich perfekt hier reinpassen. Dort oben nicht. Dann kann ich hier die Kirche so mit reinstellen. Wo ist? Kommt gleich. Wir sind viel zu wenige. Scheiße, zu wenig Arbeitskräfte. Höchst auf einmal sind wir von nach oben. Weil sie jetzt auf einmal Wurst kriegen. Jo. I love it. Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Diese Kämpfe. Mein Gast müssen meinen Vorschlag hören. Leihen Sie mir Ihre Autorität. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Hinten holen Sie die Kameraden der Arbeiter. Ich habe verstanden, dass Sie am Saufen sind, ne? Ich störe nicht mal die Nachbarn. Hey, Sie haben Wort gehalten. Statt Mehl verarbeitetes Gebäude, was? Okay. Das heißt, ich bräuchte keine Mühle. Das ist interessant auf jeden Fall. So. Segel werden jetzt hier produziert. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Und, ach, die Bilanz, Leute. Wir müssen die Bilanz irgendwie ins Reine kriegen. Spielstand gespeichert. Ich meine, es werden gerade mehr Arbeiter, das ist gut. Arbeiter bezahlen auch mehr als Bauern, wollen aber auch mehr haben. Am Ende fängt
haben wir 650 Bauern und 300 Arbeiter. Und die Arbeiter bezahlen einfach doppelt so viel schon. Oder die bezahlen schon mehr als die Bauern an Steuern. Dementsprechend brauchen wir mehr Arbeiter. So. Das machen wir erstmal wieder plus. Und tatsächlich könnten wir... hier nochmal Häuser hinbauen. Ich versuche da schon mal die Kirche mit anzupassen. Wenn ich jetzt noch... Ich mache hier noch einen Weg dazwischen. Und dann ist die Kirche hier hinten so zack. Dann bauen wir quasi 1, 2, 3. Und dann müsste die Kirche da perfekt reinpassen. Grandios. Wo bleibt mein Segeltuch? Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Warum hasst er mich so? Ich habe dem netten Herrn eigentlich nichts getan. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Eins, zwei, drei... So. So. Baufälle, da nehmen Sie ein Schiff von, retten Sie die Gruppe von Schiffbrüchen aus dem Wrack. Retten Sie es dran, gut. Gut, machen wir mal. Tatsächlich noch mal eine weitere Ziegelei bauen. Ja, heißt Ziegelei tatsächlich. Der zweiten Ziegelei soll das am Ticken schneller gehen. Ich baue jetzt tatsächlich schon mal hier eine Kirche hin. Kirche, Unterhaltskosten minus 50. Ja gut, aber dafür mögen uns die Leute lieber. Wir kommen eher auf unsere Insel. Es wurde eine neue Insel entdeckt. Hier können wir eine Aufgabe machen. Das ist von großer Bedeutung und ab geht die Post. 26 Tonnen Ziegelsteine sollen wir ihm liefern. Okay, das ist eine Hausnummer. Auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Hopfen und Salpeter. Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ein ja. Brief. Er trägt Edwards Siegel.
wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Öffne den Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Ich wusste es, das ist tatsächlich eine Gefangeneninsel. Ja gut, man sieht es auch sehr klar und deutlich, aber... Suchst du Streit? Nee, eigentlich nicht. Ich bin gerade ein wenig damit überfordert, dass wir in einem Strategiespiel die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. beziehungsweise in einem Aufbauspiel. Ja, was machen wir? Gefangene rüberbringen? Oder... Ja, komm, der Typ verarscht uns doch eh nur. Sehr verehrter Direktor Bleakworth, mehr zu den Verschwörern des Verräters Samuel, Verbrechen und Strafe wie folgt. Ernest Sterling, gebrauchen für die Gespräche, 16 Jahre Zwangsarbeit, Veritas Herzgut, Identitätserschleichung, Verbannung zu den Antipoden, Elias Nobel, Verfassung und Drohbrüchen, lebenslange Haft, Honore Onet, Rufmord, lebenslange Haft. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an, jedwelcher Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten. Alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können. Wenn ich gleich nicht verpflichtet bin, diese Details zu erläutern, war ich der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für Sie als einen Kollegen der rechtsprechenden Zunft von Interesse sein könnten. Hochachtungsvoll, Edward Goode. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Ja, dann bringen wir die politischen Gefangenen jetzt hier zu Archibald. Und für ihn müssen wir noch die Ziegelsteine zusammenkriegen. So, wir können übrigens hier auch schon Stahlträger produzieren. Was ist denn gerade meine Hauptaufgabe? Ach, eigentlich nur erstmal die Schiffbrüchigen. Gut. Kann ich in der Zeit ein bisschen weiter ausbauen. Und dann nochmal ordentlich Steuern durchkassieren. Haben Sie da im Schlepptau? Nichts Gutes. Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Ein Schäfchen im Garten? Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Finde ich auch gut. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Spielstand gespeichert. So, das muss natürlich erst nochmal mit Häusern gefüllt werden. Ich hoffe, ich
presche da nicht zu sehr voraus mit so Polizeiwachen und Co., was ja auch demnächst bald wieder kommt. Jetzt sollen wir das hier bauen. Wir brauchen Ziegel, wir brauchen noch Holz. Wie sieht es mit dem Lehm aus? Wir haben immer noch sehr viele, das heißt theoretisch können wir noch eine weitere Ziegelei bauen. Kommt auch sofort hin. So, wie sieht es mit den Menschen hier aus? Die sind auch sehr neu hier. Warte mal, haben wir nicht genug Schnaps? Ich glaube, wir haben da den ersten Versorgungsengpass. Ne, Schnaps haben wir, Kartoffeln haben wir. Achso, das ist einfach, weil es mega neu ist gerade. Es läuft aber eigentlich alles so, wie es soll. Das ist soweit gut. Kein Problem mit. Ja. Eine Segelschiffswerft sollen wir bauen. Aber das Ganze machen wir dann im nächsten Part. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video eingesehen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin in der Anno-Kampagne. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Bye bye. Tschüss.